Hinweise zu dem BlackBerry Protect Diebstahlschutz des 1032 OS. Mit dem BlackBerry 10 OS Version 1032 oder höher wird eine neue Funktion, genannt Diebstahlschutz bei BlackBerry Protect eingeführt. Diese Funktion schützt den Eigentümer des Geräts durch eine enge Verknüpfung des Geräts mit der BlackBerry ID. Um BlackBerry Protect auf einem BlackBerry 10 Smartphone mit Version 1032 oder höher aktivieren zu können, benötigen Sie eine BlackBerry ID, welche bestätigt wurde. Um Ihre BlackBerry zu sichern und um sicherzustellen, dass Sie in Zukunft Ihr Kennwort zurücksetzen zu können, bestätigen Sie bitte Ihre BlackBerry ID. Hinweis, wenn Sie Ihr Gerät auf BlackBerry 10 Version 1032 oder höher von einer älteren BlackBerry 10 Version aktualisieren und BlackBerry Protect aktiviert, aber die BlackBerry ID nicht bestätigt wurde, wird BlackBerry Protect deaktiviert und kann erst wieder aktiviert werden, wenn die BlackBerry ID bestätigt wurde. Wenn die BlackBerry Protect Diebstahlschutzfunktion aktiviert ist, müssen Sie das BlackBerry ID Kennwort eingeben, wenn Sie eine Sicherheitslöschung durchführen wollen, unter Einstellungen. Sicherheit und Datenschutz, Sicherheitslöschung. Dadurch wird der Diebstahlschutz deaktiviert, zum Beispiel, Sicherheitslöschung beim Wechsel des Smartphones. Falls BlackBerry Protect aktiviert ist und eine der folgenden Aktionen durchgeführt wird, werden Sie aufgefordert, die vorherige BlackBerry ID nach einer Sicherheitslöschung einzugeben. Das Smartphone wird mit BlackBerry Link gelöscht. Das Smartphone-Kennwort wurde 10-mal falsch eingegeben. Das Smartphone wurde über die Ferne durch Ihren Administrator gelöscht. Hinweis, falls BlackBerry Protect aktiviert ist, ist ein Doggen geradezu eine vorherigen OS-Version nicht möglich. Hinweise zu dem BlackBerry Protect Diebstahlschutz des 1032 OS Mobistar. http://mobistar.com/2015/06/19/Hinweise/zu/dem/BlackBerry/Protect/Diebstahlschutz/des/10-3-2-OS/.